Noch mal ein Thema, was ich auch heute Morgen schon. Stellt euch einfach mal vor, die Erde, auf der wir hier leben, ist unsere Wohnung, unser Zuhause, unser Haus. Mit unserem Garten, mit unseren Lieben. Und wir halten unser Zuhause sauber, ordentlich. Und versuchen, alles so lange wie möglich zu erhalten, dass es nicht kaputt geht. Und so muss jeder von euch den Planeten Erde sehen. Denn ich habe jetzt recherchiert und ich finde es schlecht, dass viele so gleichgültig mit der Erde umgehen, aber so stark mit seinem Umfeld umgeht, wie er es doch auch mit der Erde tun sollte oder mit seinem Eigentum. Es ist ja auch die Erde euer Eigentum. Versteht ihr? Denn ich habe recherchiert und mit der NASA war ich oben im Kosmos unterwegs und habe gesehen, was passieren wird. Und also, wir werden nicht ewig hier auf diesem Planeten sein mit diesem Materie und auch das Sonnensystem und alles wird irgendwann zusammenbrechen. Es ist ein Schatz für uns, hier zu sein. Es ist jetzt das Paradies Eden, das dann irgendwo anders wieder neu entsteht. Aber wenn wir das wertschätzen, hebt es vielleicht länger. Ich glaube, das hat auch viel mit der Energie zu tun, wie lange es dann hält, dass jeder Planet und jedes Stückchen für sich seine Bahn hält. Und dass dieses Vakuum unseres Kosmos nicht kaputt geht.